Der rätselhafte Flüchtling Issa Karpow, halb Russe, halb Tschetschene, taucht von Folter gezeichnet in Hamburg auf. Er ist auf der Suche nach dem illegal erworbenen Vermögen seines verstorbenen russischen Vaters. Als er Kontakt zur islamistischen Gemeinde aufnimmt, läuten sowohl beim deutschen als auch beim US-Geheimdienst die Alarmglocken. Nichts an diesem jungen Mann passt zusammen. Ist er Opfer, Täter, Betrüger oder ein extremistischer Fanatiker? Verwickelt in seine Geschichte werden die idealistische Anwältin Annabel Richter, der undurchsichtige Banker Thomas Bruhn und der geniale Strippenzieher Günther Bachmann, Leiter einer halboffiziellen Spionageeinheit, der innerhalb der deutschen Nachrichtendienste seine eigenen Kämpfe führt. Außerdem behält eine CIA-Agentin vor Ort die Entwicklungen im Auge. Während die Uhr tickt und der explosive Höhepunkt immer näher rückt, wird Issa Karpow zum meistgesuchten Mann der Welt. Der Thriller A Most Wanted Man ist einer der letzten Filme, die der Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman abgedreht hat, und genau dieser Umstand, aber auch das Ende des Films, geben dem ganzen Film eine wirklich traurige Note. An der Seite von Hoffman spielen in diesem Thriller unter anderem William Dafoe, Daniel Brühl und Herbert Grönemeyer. Letzterer taucht allerdings gefühlt nur in, ja, 4 Szenen auf, die schauspielerische Leistung kann man also hier nicht wirklich beurteilen. Die Rollen wirken alle eigentlich ganz gut durchdacht, auch die Drehorte sind schön inszeniert. Abzüge bekommt der Film in der deutschen Synchronisation. Man hätte den Schauspielern ruhig mal sagen können, dass sie die Zähne etwas mehr auseinander bekommen könnten, dann würde das Ganze nicht so wirken, als ob jemand Bauch reden möchte. Leider hat der Thriller zwischendurch ein paar Durchhänger und dafür gibt es nochmal Punktabzüge. Man kann zu guter Letzt eigentlich nur sagen, es ist ein ganz netter Film, den man sich aber nicht zwingend im Kino ansehen muss. Auf Blu-ray auf der Couch reicht zu Hause auch. 5,5 von 8 Punkten bekommt A Most Wanted Man. Die Geheimdienste in Deutschland müssen Aufgaben erfüllen, die mit deutschen Gesetzen unvereinbar sind. Unsere Einheit wurde aufgestellt, um Informanten zu finden. Wir sind keine Polizisten. Wir sind Spione. Unsere Quellen kommen nicht zu uns. Hey, Annabelle. Schön, dich zu sehen. Wir finden sie. Wenn wir sie am Haken haben, setzen wir sie auf größere Ziele an. Man braucht einen kleinen Fisch, um einen Barracuda zu fangen. Einen Barracuda, um einen Hai zu fangen. Sie fahren los. Das dürfen Sie nicht. Ich bin Anwältin. Anwältin? Eine Sozialarbeiterin für Terroristen. Sie sind zurückgegangen. Sie gehören jetzt zu Ihnen. Ich habe Angst. Ich bin nicht Ihr Spion. Ich kann das nicht länger machen. Du bist meine Ohren und meine Augen. Ich brauche dich. Wir müssen unsere Arbeit machen. Sie werden mir dabei helfen. Martha Sullivan, US-Botschaft in Berlin. Dr. Abdullah schleust viel Geld durch ein Netzwerk muslimischer Stiftungen und jedes Mal geht ein Teil davon verloren. Ich glaube, er leitet das Geld durch eine Reederei weiter. Der hat viele Freunde hier in Berlin. Sei vorsichtig. Der Mann ist tolerant, steht dem Westen nahe. Aber jede gute Mensch hat auch ein bisschen was Böses. Und in Abdullahs Fall kann dieses bisschen vielleicht tödlich sein. Wir haben 3 Stunden, um Abdullah zu verhaften und ihn umzudrehen. Wenn dieser Junge eine Bombe zündet, liegt es in Ihren Händen. Ich mache das nicht für Sie. Die meisten von uns haben keine Wahl. Ich habe ihn Issa gegeben. Issa gibt ihn Abdullah. Und was dann? Vielleicht könnten Sie das für uns definieren. Was ist das Ziel dieser Operation? Wir wollen die Welt sicherer machen. Ist das nicht genug?